Herzlich willkommen zum Oster-Countdown aus Dilbrecht. Morgen ist Ostern. Und heute schauen wir nochmal auf eine Frau, die einen schweren Traum gehabt hat und die vor allem diesen Traum ernst genommen hat. Wir wissen nicht, wie sie heißt. Wir wissen nur, sie war die Frau von Pontius Pilatus. Sie wird in der Bibel nur an einer Stelle erwähnt. Ihr Name bleibt in der Bibel unbekannt. Die Stelle haben wir uns gestern schon einmal angeschaut und sie hatte eben diesen seltsamen, heftigen, schweren Traum und hatte daraus den Impuls gewonnen, dass es besser wäre, wenn ihr Mann Jesus nichts antut, wenn er ihn nicht verurteilt. Denn sie bezeichnet Jesus als einen Gerechten, also als einen Mensch, der Gottes Gebote erfüllt. So ist der normale und übliche Sprachgebrauch in der Bibel zu diesem Wort. Und wir wissen ja schon, dass Pilatus zwar irgendwie versucht, ihrer Bitte zu entsprechen, aber er es ja eben nicht bis zum Ende durchzieht. In einigen Versionen eines apokryphen, also nicht schriftgemäßen Evangeliums, des sogenannten Nikodemus-Evangeliums aus dem 4. Jahrhundert, bekommt sie erstmals einen Namen. Sie wird als Prokula bezeichnet. Erst in einer Schrift aus dem 17. Jahrhundert erhält sie den Namen Claudia. In der Kirchengeschichte wiederum wird sie schon sehr früh wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus als Gerechtem, als Heilige verehrt. Sehr früh kam auch die Überzeugung auf, sie sei später Christin geworden. Der Kirchenvater Origenes hielt sie bereits in der ersten Hälfte des 3. Jahrhunderts wegen ihres inneren Leidens und Ringens für gerettet und selig. Und wie gesagt, im Nikodemus-Evangelium, da wird sie als Gottesfürchtige bezeichnet und später zu einer Heiligen erhoben. Der Legende nach war sie Tochter des Kaisers Tiberius. Interessant ist vor allem auch in der Kirchengeschichte, wie man ihren Traum oder Albtraum bezeichnet. In der Lutherbibel wird so übersetzt, im Jahr 2017, ich habe heute viel erlitten im Traum, um seinetwillen. Hat sie also einen Blick in die Zukunft geworfen, auf das Kreuz? Kannte sie sein Leiden? Und wie ist das überhaupt mit Träumen und Albträumen? In der Bibel wird häufig berichtet, dass Gott in Träumen zu Menschen spricht. Im Alten Testament erscheint dort das Wort Nachtgesichte immer wieder. Heute wissen wir, dass im menschlichen Unterbewusstsein viel verarbeitet wird, und zwar auch gerade in Träumen. Das schließt aber wiederum nicht aus, dass wir in dieser Traumphase auf geistlicher Ebene uns öffnen können, sowohl für Impulse, die von Gott kommen, als auch für Impulse, die von bösem Ursprung sind, dämonischem Ursprung. Und so wundert es nicht, dass in der Kirchengeschichte unterschiedliche Ausleger diese Textstelle unterschiedlich gedeutet haben, woher dieser Traum kommt. Da waren welche, die waren überzeugt, er kommt von Gott. So zum Beispiel der bekannte Johannes Chrysostomus oder auch der wichtige Bischof Ambrosius von Mailand und Johannes Calvin. Dass der Traum vom Teufel sei, das glaubten Beda Venerabilis oder Anselm von Laon und auch Martin Luther. Sie waren der Überzeugung, dass der Teufel erkannt hätte, dass mit der Kreuzigung Jesu er nicht seinem Ziel näher kommt und er das doch nochmal zurücknehmen möchte. Also, zur Deutung des Traumes ist uns zu wenig überliefert. Aber
das Positive daran, die Frau hat Jesus als Gerechten erkannt. Und das, so glaube ich, wird schon etwas gewesen sein, was ihr nachgegangen sein wird. Und vielleicht ist sie wirklich zum Glauben an diesen Herrn Jesus Christus, den Auferstandenen, gekommen. Aber noch viel wichtiger für uns heute, und gerade wenn du jetzt 15 Minuten Zeit mit Jesus verbringst, dass du deine Träume ernst nimmst. Und zwar egal, ob es Verarbeitungsträume sind, Träume, die deiner Seele entspringen, oder ob es Träume sind, die ihren Einfluss auf geistlicher Ebene haben, sei es im Guten oder im Bösen. Und das ist wichtig zu unterscheiden, was kommt woher. Und so nimm dir Zeit, mal über Träume nachzudenken und darüber mit Jesus zu sprechen. Welche Bedeutung sie für dein Leben haben und was du davon vielleicht abgeben sollst, welche Lasten da zum Vorschein gekommen sind, die du am Kreuz von Golgatha abgeben kannst. Wenn du denkst, du träumst nicht, dann wissen wir heute auch, das stimmt nicht. Jeder Mensch träumt. Aber wir können Jesus darum bitten, dass er uns an Träume erinnert. Und wenn du aufwachst mit einem Traum, ist es gut, gleich sofort mit Jesus drüber zu sprechen. Denn allzu oft passiert es, dass wir schon eine Viertelstunde später davon ja nur noch wenig wissen. Und so lies heute noch einmal die Stelle aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 27, Vers 11 bis 26. Und vor allem wünsche ich gesegnete Träume.